Die Sinai-Stiftung für Menschenrechte hat Videos und Bilder veröffentlicht, die angeblich schwere Baumaschinen bei Arbeiten in einem Grenzgebiet in Ägypten in der Nähe von Rafah zeigen. Die Stiftung erklärte unter Berufung auf eine nicht identifizierte Quelle, dass die Bauarbeiten dazu dienten, einen sicheren Bereich für den Fall einer Massenflucht von Palästinensern zu schaffen. Diese Informationen decken sich mit Hinweisen aus Sicherheitskreisen, wonach Ägypten vorsorglich Auffanglager für Palästinenser vorbereitet. Die Regierung in Kairo sei zwar optimistisch, dass Gespräche über eine Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamischen Palästinenserorganisation Hamas ein solches Szenario verhindern könnten, sagten Insider. Sie habe aber mit der Einrichtung eines Wüstengebiets an der Grenze begonnen, das für die Unterbringung palästinensischer Flüchtlinge genutzt werden könnte. Ägyptische Behörden bestritten allerdings derartige Vorbereitungen. In Rafah an der Grenze zu Ägypten halten sich mehr als 1 Million Palästinenser auf, die vor den Kämpfen im Norden Schutz gesucht haben. Israel plant eine Offensive auf Rafah, das es als letztes Rückzugsgebiet der Hamas in dem Palästinensergebiet bezeichnet. Die Armee soll einen Plan zur Evakuierung von Zivilisten aus Rafah in andere Teile des Gazastreifens ausarbeiten. Ägypten hat wiederholt eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen abgelehnt und will nicht zulassen, dass massenhaft Flüchtlinge über die abgeriegelte Grenze kommen. Ägypten fürchtet dabei auch, dass Kämpfer der Hamas ins Land gelangen, sich dort mit Regierungsgegnern verbünden und Anschläge verüben könnten.